mehr Einfluss auf politische Entscheidungsprozesse, ein größeres Bewusstsein für Risikokompetenz, eigentlich auch als Kernkompetenz, mehr Ressourcen für die Wissenschaftskommunikation und guten Nachwuchs. Das ist gerade ein großes Problem. Ich finde es ganz schwierig, also, und es geht auch nicht nur mir so, viele Leute finden es ganz schwierig, gute Leute einzustellen. Es gibt viele Stellen gerade, aber halt, ja, also Leute werden ja noch nicht irgendwie so zielgerichtet dafür ausgebildet oder so.